Es ist mega windig. Melina hat den Drachen jetzt losgelassen. Carlos läuft hinterher. Oh mein Schatz. Willst du auch mal? Woo! Legt euch nicht mit Mama an. Frohes neues Jahr. Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Bei uns ist heute Silvester. Das heißt, das Video gibt es für euch erst ein, zwei Tage später. Deswegen an dieser Stelle ein frohes neues Jahr an euch. Bleibt gesund. Was haben wir heute vor? Wir wollen heute, also heute erstmal hier, ganz, ganz tolles Wetter haben wir. Es ist gar nicht so kalt, ein bisschen windig und das ist auch gut, denn wir wollen Drachen steigen lassen. Wir nehmen euch mit. Luisa! Luisa ist schon am Meckern. Was möchtest du, Lu? Auch die Knete? Die? Was möchte die Luisa? Da hinsetzen, lass die doch da kurz hinsetzen. Dann ziehe ich der Luisa nämlich die Schuhe an, denn wir sind eigentlich soweit alle fertig und ich brauche nur noch, ich habe auch schon Schuhe an, ich brauche nur noch ein Jäckchen. Warte, Luisa, wo sind die Schuhe? Die vielleicht? Anda! Anda, wo ist das? Oder willst du die anziehen? Ich will keine Zeit. Doch. So, Louis ist wieder glücklich. Schuhe hat sie auch an. Und komm, wir gucken mal, wo der Drache ist. In der Garage. Garage neben Raum. Carlos und die Kinder sind schon vorgegangen. Boah, mir ist so warm. Ich habe diesen Pulli an. Ich bin ein etwas länglicher Pulli. Und mir ist so warm, sage ich euch. Liegt doch in der Schwangerschaft, oder? Warte, Melita. Mega schön. Wie so ein Frühlingstag. Aber es ist, wenn ich glaube, guck mal, der Himmel ist mega dunkel. Sieht man jetzt so nicht, ne? Ich glaube, da wird es nachher noch. Ah, da kommt was runter, ne? Regnet's? Gerade nicht, aber irgendwie wird es. Komm mal raus, Jan. Yay! Windig ist es hier. Melina! Stopp! Also jetzt hier nicht, aber wenn wir weiter mittig gehen. So, dann gehen wir jetzt ein bisschen spazieren auf dem Feld. Hör auf, Melina. Und danach haben wir noch was geplant. Das erzähle ich euch aber dann gleich. Was ist, Schatzi? Ich glaube, die Luisa ist mega müde. So, wir gehen los. Papa, ich will Papa, wenn du das gemacht hast, dann möchte ich fliegen. Ja, ihr könnt. Dann möchtest du fliegen. Oh! Es ist mega windig. Melina hat den Drachen jetzt losgelassen. Carlos läuft hinterher. Oh mein Schatz. Willst du auch mal? Schauen wir beide jetzt, Luisa? Oh Baby, so müde. Ne? Wir gehen jetzt. Wir gehen jetzt gleich. Ich dachte, die wird das cool finden. Ach, Carlitos. Da fliegt er doch schon. Oh. Was machst du? Okay. Sieht cool aus. Hey Gianno, schön hoch. Gefällt's dir, Gianno? Ist cool? Es ist so windig, der zieht ihn runter. Immer so viel Spaß. Auch die Luisa eben, das war so süß, wie die das gemacht hat. Carlos meint, das wäre sein erstes Mal. Haben die Eltern nie gemacht. Ich mochte das, ich hab's geliebt.
Mega cool, wir sind wieder zu Hause, wollen aber direkt los. Gehen nur alle nach und nach jetzt noch Pipi machen. Denn wir wollen Wunderkerzen kaufen für heute Abend. Ja, wir machen jetzt keine Feuerwerke oder so. Also, ja, aber damit wir mit den Kindern so ein bisschen, die bleiben natürlich nicht bis Mitternacht wach. Die bleiben so lange, wie sie wollen, aber meistens so ab 8 Uhr werden sie ja schon müde. Und das ist auch so die Zeit, wo sie dann schlafen. Karls und ich möchten dann ja auch so ein bisschen Zeit für uns haben. Aber wir feiern halt nach dem Abendessen, dass wir dann halt so mit den Kindern so ein bisschen... Wir haben denen erzählt und das Ayat geht zu Ende und der Jano versteht das schon so ein bisschen. Der schreibt nämlich immer das Datum in der Schule oder auch zu Hause, in der Hausaufgabe auf hat, schreibt immer das Datum. Ich habe ihm erzählt, dass der am Ende nicht mehr 2022 dann ab morgen schreibt, sondern 23. Das Jahr ist um und das fängt wieder von neu an. Da haben wir halt so durchgegangen, wer denn jetzt demnächst Geburtstag hat und wie das so abläuft, was am Anfang ist, also Neujahr, dann war Weihnachten, oh Gott, Neujahr, dann ja Valentinstag gibt es und Karneval gibt es und dann Geburtstag der Kinder und der Frühling und so weiter, damit die das so ein bisschen, ne? Carlitos, traurig aber wahr, der hat noch nie einen Drache steigen lassen. Ja. Hattest du nie die Interesse dafür oder wie wohl? Ich habe nie einen gehabt, irgendwie, keine Ahnung, warum. Kein gehabt, okay, aber man kriegt das so von anderen Kindern vielleicht mit, ja, aber oder nicht? Mein Kollege hat keiner sowas, weißt du, okay. Also wir sind immer auf der Poller Wiese, in Poll, ne? Köln-Poll. Da ist eine große Wiese und da haben wir früher gewohnt und das war immer so schön. Da waren auch ganz viele andere Kinder mit solchen Drachen und das hat immer mega viel Spaß gemacht. Naja. Die Kleine ist schon drin. Viele wurden ja auch mit 34 erst getauft. Ja, viele nicht, aber da gibt es ja einige. Noch später sogar. Noch später? Ältere. Die halt sich dann später. Ja, warte, ich gehe noch vorher Pipi. Waren die Kinder beide? Bitte. Ich muss noch Pipi. Dann los. Wir fahren zum Thomas Philips und ich hoffe, die gibt es da. Denn bei Action gab es die nicht. Und ich weiß, dass es die auch bei Kiddy gibt. Allerdings nur so Zahlen. Wäre aber auch eine Option, aber ja, mal schauen. Ich gehe jetzt erstmal Pipi. Also hier ist ein bisschen was, aber Geld für Feuerwerk wollte ich eigentlich nicht ausgeben. Ich wollte nur solche Wunderkerzen haben. Die sind aber alle weg. Alle ausverkauft. Kinder, nur gucken, nicht anfassen, okay? Also der Herr am Eingang hat gesagt, sie haben keine Wunderkerze, aber schaut mal. Die gehen doch auch genauso. Die nehmen wir mit. Sollen wir die nicht nehmen? Können wir auch nehmen. Für den Tisch? Ja, das machst du auf einem Platz, das wahrscheinlich. Ne? Wer macht's sauber? Ich. Gut, dann nehmen wir die auch mit. Für die Kinder, ne? So ein bisschen. Okay. Also, wir haben jetzt hier einmal Kindersekt. 2,48. Natürlich ohne Alkohol, ne? Ja, Schatz. Willst du auch mal probieren, ne? Wollte ich nochmal für die Kinder gekauft haben. Jetzt ist es soweit. Komm, nimm mal mit. Ihr Lieben, wir sind zu Hause. Luisa schläft richtig gut. Wir haben jetzt 12:30. Wir essen heute was später. Aber wir brauchen nicht kochen. Melina hat sich was gewünscht. Ne? Und was? Was wolltest du essen unbedingt? Pommes. Pommes? Aber nicht nur Pommes. Pommes hätte Mama auch hier zu Hause machen können. McDonald's hast du gesagt. Ich habe noch vorgeschlagen, ja, Pommes und Nuggets haben wir auch McDonald's zu Hause. Können wir hier machen. Weil ich ja nicht so Appetit auf McDonald's habe. Die haben sich das so gewünscht und jetzt haben wir bestellt und Carlitos geht's abholen. Aber Papa geht noch was abholen. Eine Überraschung. Gianno macht so. Wir haben ein Spiel bestellt. Eigentlich sollte das zu Weihnachten kommen. Aber es kommt ja heute an Silvester. Und zwar heißt das Spiel, kennt ihr bestimmt, Halligalli. Halligalli? Kennst du Halligalli? Nee, ne? Ich hatte das Spiel mal und das war immer so lustig. Und ich glaube, für die Kinder ist es ein perfekter Alter jetzt so, wo wir das spielen können. Das zeige ich euch. Und der Carlos geht das gerade bei der Tanke abholen, Tankstelle. Und Tankstelle? Ja, eine Tankstelle. Da haben wir das hinbestellt.
Und dann gehen wir das, also Carlos geht das holen und doch das Essen. Essen habe ich schon online bestellt. Dann habe ich den Carlos einen Code mitgegeben. Dann braucht er das nur vorzeigen und dann kriegt er das Essen mit. Ich hoffe, dass sie das alles richtig machen, weil es ist ja jetzt doch ein bisschen mehr, was bestellt wurde, über 20 Euro. Ja, zwei Happy Meals. Carlos wollte ein Big Mac Menü. Ich habe mir jetzt so ein Wrap genommen, ein Wrap mit Chicken und Salat plus einen kleinen Salat noch dazu. Ich muss ja wirklich aufpassen, was ich esse, also auch ohne Getränk, kein Cola oder sowas. Genau, das reicht für mich. Also ich sollte schon genug essen, aber halt nicht dieses Ungesunde. Das möchte ich nicht. Deswegen dachte ich mir, ja, so ein Wrap mit ein bisschen Hähnchen und Salat, das geht immer, ne? Genau, und noch ein extra Salat dazu. Richtig gut bei Thomas Philips. Wir haben jetzt Wunderkerzen gefunden, habt ihr ja gesehen. Allerdings jetzt nur diese und nicht diese Stäbchen halt. Er meinte direkt am Eingang, weil ich habe direkt gefragt und er meinte, haben wir nicht. Die sind alle ausverkauft, die ganzen Tagen kamen wir rein und wollte diese haben. Die sind wohl schon Anfang der Woche ausverkauft gewesen. Naja, auf jeden Fall haben wir die bekommen. Die haben wir direkt gesehen und wir haben jetzt nur zwei mitgenommen. Reicht total aus. Ja, die 23, weil morgen ist ja das Jahr 2023. Ne, Kinder? Und deswegen haben wir jetzt die zwei mitgenommen. Kinder durften sich dann aussuchen, was zu trinken. Wie ihr seht, heute so ein Tag, die Kinder dürfen alles entscheiden. Muss auch sagen, dass die Kinder eigentlich wirklich sehr wenig süß essen und auch nicht so diesen Drang davon haben, dass ich sage, also wir haben so einen Süßigkeitsschrank, es ist nicht so, dass sie jeden Tag kommen und sagen, ich will davon was haben, unbedingt jetzt oder so, gar nicht, also ja, es ist da und Kinder essen mal zwischendurch mal was und dann haben sie halt hier so Esspapier, auch für die Luise tatsächlich das allererste Mal, da essen sie ein bisschen von und dann liegt das da tagelang. Ja, also und Sekt, Kindersekt, mal zum Probieren, genau. Das war's dann auch schon. Heute Abend nehme ich euch auch weiter mit, also ich filme heute den ganzen Tag immer wieder mal. Da gibt es ein besonderes Essen, wir, nicht nur wir, sondern auch die Kinder, die lieben Garnelen. Und zwar haben wir diese großen Garnelen, man braucht Wiesenkauf mit Schale und alles, da wollen wir halt, ne, so ja, Teller machen, ganz viele Garnelen und dazu, ich weiß gar nicht mehr, was wir überlegt hatten, aber wir hatten überlegt, irgendwas sollten wir dazu machen, muss ich noch mit dem Carlos gleich reden. Melina, hier lassen wir den Drachen nicht steigen, ne, hier geht der eher kaputt. Ja, zeige euch gleich natürlich das Essen, dann gibt es ein Mario-Spiele, ich glaube, diese sind aus Papier, irgendwas zum Zusammenbauen, ich zeige es euch. Also Essen ist da, ich zeige euch mal gerne meins. Das ist die Soße für den Salat. Das ist mein Salat. Und das ist mein mein Wrap. Genau. Achso, sind denn eure Spiele? Wollte ich mal Ihnen gezeigt haben. Melina, zeig mal. Zeig mal die Gabel. Das ist vom Salat. Das sind die Spiele, die es gibt aus Papier. Und das von Jano. Kann man gleich zusammenbauen, ne? Schaut mal, das von Melina schaut so aus. Ups. Dann kann man das halt hier sehen und die anderen zwei umwerfen. Ja. Gefällt dir auf jeden Fall. Cool. Aufmachen. Das ist das Halligalli-Spiel. Kurze Erklärung, auch wenn ich nicht besonders gut darin bin. Es gibt ganz viele Karten mit verschiedenen Obstsorten. Eine Klinge ist dabei. Und die Aufgabe besteht darin, immer fünf gleiche Sorten zu haben. Also zum Beispiel, jeder macht eine Karte auf. Ja, dann gibt es zum Beispiel zu dritt spielen, jeder hat eine Karte auf. Und es müssten dann zum Beispiel fünf Bananen insgesamt zu sehen sein. Nicht mehr und nicht weniger. Dann gibt es aber auch eine Karte wie zum Beispiel die Erdbeere. Da sind fünf Erdbeere schon drauf. Wenn da fünf Erdbeere drauf sind, Melina hat zum Beispiel das und der Papa hat das und Jan hat das, so, dann dürfen wir trotzdem draufdrücken. Und wer zuerst
drauf drückt, der darf dann die ganzen Karten einsammeln. Wer am Ende keine Karten mehr hat, der hat verloren. Guck mal, Melina, ab 6 Jahre, deswegen spielst du Mama, nicht mit. Guck mal. Hast du gehört, du darfst nicht mitspielen. Doch. Immer Spaß. Komm, lass das mal. Mal reingucken. Mhm. Na los. Oh, Klingelingeling. Hier sind die Karten. Ich klinge schnell auf der Tür. Okay. So schaut es aus. Video aufmachen. Wie viele Leute kann man spielen? Video aufmachen. 2 bis 6. Eine Banane. Bis zu 6 Personen. Ziel ist es, die meisten Karten zu bekommen. Richtig, wer hat keine mehr, hat verloren. Video aufmachen. Ja, darfst du. Ja. Und wir haben es zu Ende gebaut. Zeig mal. Die Glocke wow. Cool. Wir werden cool. Erst. Ja. Wie viele sind es, Mama? Wie viele Karten? 5! Hier stehen die Karten. So, das Spiel kommt jetzt weg. Das spielen wir dann heute Abend. Ne? Bitte schon. Kali, du lest nicht mal noch die Anleitung durch. Gibt's ja, du hast es nicht gespielt. Das ist eine der ersten Spiele, gespielt, aber als Kind wirklich, die ich von meiner Mama bekommen habe, als ich nach Deutschland kam. Wir spielen jetzt Galligalli. Ja. Ja, Papa teilt ja noch welche Karten aus. Wir hatten gerade eine Proberunde. Mal schauen, wie es klappt. Luisa. Mama gegen Papa. Komm, Finger weg und los. Mist. Die nehme ich auch mit. Hey. Nee, ich war schneller. Sieben. Ja. Und nimm die. Oder auch weiter. Los. Ich mach dich fertig. Dann komm. Ach, verdammt, das ist doch bescheuert. Oh, wo kommt die denn her? Das geht nicht. Wo hat sie denn die Karte keine her? Keine Ahnung. Du schummelst. Du schummelst. Komm, die Klingel ist so nah an dir. Jetzt. Wer muss denn drücken? Beide. Entweder du und du drückst oder ich. Legt euch nicht mit Mama an! Luisa! Nein! Lu! Wer hat gewonnen? Luisa! Schaut die sich unser Video an! Wie lustig! Was ist das? Pidi Pidi? Bei uns gibt es Garnelchen, richtig große Garnelen. Da sind sie. Hui. Oh mein Gott. Ich weiß. Das ist nur die Hälfte. Das ist nur die Hälfte. Oh. Mann. Schiduschi. So, musste ich jetzt duschen. Ist wieder sauber. Mit Reis, sagtest du, ne? Ja. Was? Mit Reis. Achso, ja. Ja. Knoblauch kommt rein. Aber wir sind alle noch so ein bisschen satt, ne? Ja, wir snacken halt immer wieder auf und ja. Wir machen aber alle nicht nur die Hälfte. Ja. Ein Kilo. Ich will mal kurz zeigen. Oh mein Gott, alles geschlagen. Knoblauch ist drin, Chili ist drin, Olivenöl. Yum, yum. Die Hälfte ist drin, ne? Ja. Wolltest du noch mehr Reis, Giano? Mhm. So schauen die Garnelen aus. Lecker, lecker. Wir haben schon probiert. Jetzt sag ich. Ja. So. Gut? Wow, Lisa. So. Einfach drücken. Giano versucht gerade ein Bild zu schießen. Wow, guck mal. Meiner brennt länger, oder? Ja, das ist ja auch später. Nee, ich meine generell wegen der Zahl. Ja, aber das ist nicht schlimm. Ja.
Und jetzt machen wir Party! Musik an! Ihr Lieben, die Kinder, die schlafen. Wir haben mittlerweile schon 10:30. Ich finde, heute ist der Tag echt schnell gelaufen, sag mal so, die Zeit. Aber echt krass. Wollte ich schon vorhin gesagt, immer irgendwie. Ja, Kars und ich, wir essen hier Nachos mit Käsedip. Das ist wirklich der beste von Shio. Ne? Das ist der beste. Und schauen unsere Serie. Wollte noch gucken, was ich gleich noch anziehe. Hatte ich euch noch gar nicht gezeigt. Ich weiß es aber auch noch gar nicht. Also entweder ein Kleid, ein Rock, ich weiß nicht. Jetzt gerade sehe ich was, vielleicht das. Das wäre eine Möglichkeit, ist auch so ein bisschen festlich. Allerdings weiß ich nicht, ob meine Kugel da reinpasst. Häng das mal hier an die Tür. Würde ich dann... Boah, die Kugel und abends, ne, ist der Bauch immer so groß. Ja, keine Ahnung, ob ich da reinpasse. Ich werde es versuchen. Sollte ich nicht reinpassen, mal gucken, was ich sonst anziehe. Ich habe auch so breitere Kleider, aber es sollte schon ein bisschen festlicher aussehen. Ja, mal gucken. Carlos hat schon 2 Gläser zurecht gemacht. Wir wollen um Mitternacht stoßen. Natürlich kein Alkohol, jetzt nicht nur wegen der Schwangerschaft, sondern generell, wir trinken so kein Alkohol. Wahrscheinlich mit einem Vita Malz, das ist ohne Alkohol und trinke ich total gerne. Genau. Ich zeige euch aber gleich, wie das an mir ausschaut, wenn ich halbwegs reinpasse. Und so schaut es angekleidet aus. Was soll ich sagen? Die Kugel ist einfach enorm groß. Kann man so tragen, aber so rausgehen würde ich jetzt nicht. Ja, für zu Hause ist es okay. Lasse ich jetzt auch an. Aber sonst, ja. Es ist mega dunkel, aber ich nehme euch trotzdem ein bisschen mit. Wir sind wieder drin. Es war so kalt, so kalt. Es ist so kalt. Ich muss mich umziehen. Ich weiß nicht, ob ihr mich gehört habt. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Ja, alles Gute. Bleibt gesund. Und ich ziehe mich jetzt ganz schnell um, denn sonst werde ich krank. Ich bin wirklich am Zittern, ne? Aber irgendwie musste das jetzt gerade so sein für ein paar Sekunden. Und jetzt ziehe ich mich ganz schnell um und dann springe ich ins Bett, denn ich bin wirklich auch K.O. müde und will nur noch kuscheln. Und ja, wir sehen uns morgen um 10 Uhr. Tschüss!